So Freunde, heute habe ich es geschafft, den Lelli-Kopfbau zu machen, solange es hell ist. Auch heute wieder hier mit dem Zelt unterwegs in einem schönen Wald-Campingplatz. Und ich werde mir hier gleich ein Köpfchen bauen. Wir waren heute auch schon am Strand vorne. Aber das ist etwas schwieriger, weil es überall extrem trocken ist und dort ziemlich windet. Da muss ich schauen, wie ich das mit dem Kopf da mache. Deswegen heute von hier hinten den Lelli-Kopfbau. Ich werde heute den neuen Eiskaktus von Adalia rauchen. Also der neue, den Tabak gibt es ja schon lange. Aber wegen TBD 2 haben sie den nochmal angepasst und stärker gemacht. Ich habe das bereits hier mit dem Schutt gemischt, wie ich in den anderen Videos schon gezeigt habe. Baue ich mir gleich einen Kopf mit dem Lotus hier. Und dann sehen wir uns gleich, wenn das Ganze läuft. So, also ich habe auch heute wieder mit etwas Abstand hier gebaut und ziemlich locker, damit ich schön Noppenkontakt haben werde. Und ich werde auch heute wieder mit Lotus rauchen. Wie gesagt, ihr seht hier alles ziemlich trocken und damit ist eigentlich am safesten, dass da nichts passiert. Also ich schmeiße alles auf die Pfeife und dann sehen wir uns gleich wieder. So Freunde, dann komme ich auch schon wieder zum Fazit. Heute habe ich wieder mal das Fazit etwas vergessen. Wir haben noch Hotels und so gesucht. Ist alles ziemlich ausgebucht hier. Und wie gesagt, ich versuche die Tage mal noch ein Video am Strand zu machen, ein Lelli-Kopfbau, aber hier im Moment sehr, sehr schwierig wegen Trocken, Wind, allem Möglichen. Und auch hier rauche ich nur mit Lotus, habe ich ja vorhin alles schon gesagt. Aber ja, der Eiskaktus, der neue von Adalia, ist wirklich viel intensiver, also schmeckt mir noch besser als vorhin. Vorhin war er schon extrem lecker, aber jetzt ist er um einiges intensiver, finde ich, und kommt sehr, sehr gut rüber. Ich habe den vorhin schon gemacht und jetzt definitiv einer meiner Top-Kaktus-Flavor im Moment. Und ja, dann wünsche ich allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.